Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von Queer Stylity. Ja, ich habe mir in letzter Zeit wieder ein bisschen was an Bastel- und Handarbeitsmaterial zugelegt. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt ein kleines Haul-Video mit euch. Die Sachen sind aus den unterschiedlichsten Geschäften. Ich habe teilweise im Internet bestellt über Amazon. Dann habe ich aber auch im Teddy eingekauft und im DM. Ja, und dann wollte ich euch die Sachen jetzt einfach mal zeigen. Ja, also als allererstes mal hier. Ja, das sieht man jetzt nicht so gut. Ich gehe mal einen Schritt schon zurück. Einen Haufen Wolle. Und zwar das Gründels Cotton Fun Set habe ich mir geholt. Ich schiebe das mal gerade nochmal zur Seite und hole mal so einen einzelnen Knäuel. Ja. Genau, jetzt sieht man es ganz gut. Und zwar gebe ich in, muss mal gerade überlegen, ich glaube in 2 Wochen, das Wochenende, gebe ich einen Häkelkurs für meine Freundinnen, für Amigurumis. Und weil ich zwar sehr viel Wolle daheim habe, aber eben nicht alle Farben, dachte ich mir, ich hole jetzt mal so ein Komplettset mit allen Farben, damit auch jeder das Tier häkeln kann, was er möchte. So, dann habe ich mir noch extra Wolle geholt, und zwar die hier. Ich packe die mal ein bisschen aus. Das ist die Schachenmeier Baby Smiles. Und zwar habe ich mir hier 3 verschiedene Brauntöne geholt. Ein ganz helles Beige, dann so ein mittleres und dann noch so ein dunkleres. Und damit möchte ich ein ganz bestimmtes Amigurumi häkeln, aber welches, das bleibt noch geheim, weil das wird dann erst gezeigt, wenn es fertig ist. Dann habe ich noch was weiteres zum Thema Handarbeiten, allerdings keine Wolle, sondern Stoff. Ja. Ja, den habe ich mir bei Stoffsalon vorbestellt. Und zwar möchte ich mir damit Hoggins nähen. Das sind so Mischhosen aus Leggings und Joggins. All diese Jogginghosen, die halt an den Beinen etwas enger sind und dann aber wieder unten am Bündchen halt eng zulaufen. Und die trage ich halt einfach unheimlich gern. Und ich habe mir halt jetzt so ein Buch besorgt. Und habe mir auch schon das erste Schnittmuster zurechtgeschnitten und jetzt muss ich mich nur noch an den Stoff wagen. Ja, dann schauen wir mal weiter. Jetzt geht es nämlich mehr in die Ecke basteln. Ich war im DM und in dieser Fotoecke gibt es ja so Material zum Fotoalbum gestalten. Und da habe ich mir jetzt mal hier so 2 Stickerpacken mitgeholt. Einmal hier so mit Rezeptstickern. Weil ich habe ja auch vor, mir noch eine Memory Dex Box für Rezepte zu machen. Und ich glaube, da könnte man auf verschiedene Karten dann hier diese Sticker aufkleben. Und das andere ist mehr so Trend. Also hier sieht man ja auch schon den Flamingo. Die sind ja immer noch schwer im Trend. Oder auch hier so Schriftzüge. Theoretisch müsste auch irgendwo noch eine Ananas sein. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ah, hier haben wir so ein Schnurrbart. Noch einer. Let's Party. Ne, die haben mir ganz gut gefallen, deswegen dachte ich mir, die nehme ich mal mit. So, und dann war ich, wie gesagt, noch im Teddy. Und da habe ich mir zum einen diesen XXL Origami Block geholt. Kann ich ja mal einmal kurz durchblättern. Da sind sehr viele schöne Papiere drin. Und da kann man wieder ganz viel draus falten. Hoffentlich kommt ja auch der Frühling bald wieder. Dann kann man wieder ein paar Blümchen machen. So, dann habe ich mir mehrere Designblöcke geholt.
einmal diese beiden. Der eine ist mehr so tropisch Tutti Frutti. Die Motive könnt ihr ja hier sehen. Die sind so in A5 Größe. Und das hier ist mehr so ein, ja, so ein im Boho-Style mit Federn und so Traumfängermäßig, Indianer. Ja, das sind die beiden. Dann habe ich noch zwei von diesen länglichen mitgeholt. Der eine hier mehr mit so Meerjungfrauen-Thema, mit Muscheln und Schuppen und Flossen und eher so ein lila, pink, blau, Goldtönen. Und der andere ist hier noch mit so eher so blau, blaugrün gehalten, mit so Landschaftsmotiven, hier so Wald und Hügel. Und der hat mir einfach auch unheimlich gut gefallen, deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. So. Und zu guter Letzt noch zwei Blöcke. Und zwar habe ich mir hier von diesen Lovely Pastel vom Top Verlag welche bestellt. Das sind so Handlettering-Blöcke. Ich lege den einen mal gerade zur Seite, dann kann ich euch den anderen zeigen. Und da sind halt so verschiedene Papiere drauf, auf die man eben auch handlettern kann. Aber man kann natürlich auch damit basteln. Ja, einmal den hier mit den Lines and Shapes. Und dann noch den hier im Boho-Style. Die sind auch doppelseitig, da kann man sich dann auch noch die Seite aussuchen. So. Das war's dann tatsächlich erstmal. Es könnte sein, dass heute im Laufe des Tages noch die Stempel ankommen, die ich bestellt habe, aber sicher ist das nicht. Deswegen habe ich jetzt das Video auch einfach mal gedreht, weil ich kann ja nicht auf alles, auf jede Kleinigkeit warten. Sollten sie dann noch ankommen, werde ich das dann gleich noch anhängen, wie ich sie auspacke. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!